den Spargel richtig zu stechen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das Wichtigste dabei ist natürlich, man braucht den richtigen Boden. Sie brauchen einen leichteren Lössboden, wie man es jetzt hier am Thuniberg vorfindet, in Munzingen oder in Opfingen. Da, wo auch traditionell der Spargel schon seit jeher, seit Jahrhunderten angebaut wird. Heutzutage ist es ein bisschen einfacher, den Spargel zu stechen, weil durch die Folie bleibt die Erde eigentlich immer schön locker. Ich habe auch Spargelanlage ohne Folie, aber da muss man dazu sagen, dass das viel aufwendiger ist, weil natürlich, wenn jetzt mal der große Regen kommt, der Boden dann verschlemmt, dann ist es schwierig, die Spargel rauszuholen, weil sie brechen dann sehr gern ab. So. Aber jetzt mit der Folie, das ist natürlich eine feine Sache, deckt man den Spargel auf, gräbt nach und sticht dann die lange Sprosse mal mit dem Spargelmesser dann sozusagen ab. Ja. Oder früher hat man es auch geschnitten, da gab es noch keine Spargelmesser gehabt, man hat mal lange Messer genommen und hat es quer geschnitten. Nach dem Schneiden selber legt man die Spargel wieder zu. Die Erde muss dann drauf. Und dann wartet man, bis die Pflanze wieder neue Sprossen treibt. So. Die Sprosse selber wurde schon im August letzten Jahres gebildet. Diese Kraft, die jetzt die Sprosse zum Wachsen bringt, ist aus dem Wurzelrhizom. Die sind bis zu 2 Meter lang. Und da bilden sich neue Zellen, um diese Pflanze sozusagen jetzt im Frühjahr austreiben zu lassen. Und wir stechen halt die Sprossen ab bis zu einem bestimmten Grad, etwa 30 Tage plus minus. Und dann hört man mit dem Stechen auf.